Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark, wo wir zuletzt reichlich zu essen gefunden haben und ich eigentlich nochmal los wollte, um zu schauen, ob wir noch weiteres aus dem Reh herausbekommen, aber so wie sich das draußen anhört, ist ein leichter Sturm unterwegs. Aber ich schaue jetzt trotzdem mal ganz kurz, ob wir uns rauswagen können. Denn es wäre echt schon vonnöten, das Fleisch. Und jetzt ist es auf einmal richtig still hier. Erst voll der Sturm und jetzt voll die Ruhe hier draußen. Nun gut, dann ziehen wir mal eben los. Wie ist denn unser Gepäck? 15 Kilo, das ist in Ordnung. Und die Werte sehen soweit auch ganz gut aus. Dann gehen wir nochmal los zu der Leiche. Und erbeuten uns noch ein bisschen Rohmaterial. Oh nein, ein Wolf. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich habe so ein Pech mit diesen Wölfen. Ich habe den absolut nicht gesehen. Hoffentlich kriegt er uns nicht. Wir haben auch so ein Pech. In der Jagdhütte da vorne, wo wir waren, kein Gewehr gefunden. Oh, der kommt immer noch hinter uns her. Das ist jetzt natürlich wieder alles suboptimal. So habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Okay, er hat... Nein, er hat nicht das Interesse an uns verloren, oder? Ne, er rennt jetzt in eine andere Richtung, das ist gut für uns. So, jetzt ist die Frage, sind wir hier alleine? Oder ist der andere Wolf noch da, der das Reh gerissen hat? Ich meine, das war ja rein theoretisch seine Beute. Und wir haben uns ja daran vergriffen. Könnte ja sein, dass er sich hier noch in der Nähe aufhält. Muss man hier immer etwas genauer schauen. Den einen Wolf habe ich gerade eben auch vollkommen übersehen. War ein bisschen unachtsam von mir. Aber das sieht ganz gut aus hier. Die ist jetzt natürlich aus der Puste, weil wir ziemlich viel gerannt sind wegen dem Wolf. So, unsere Werte sind so gut. Dann schauen wir doch mal, was wir mitnehmen. Nehmen wir mal das gesamte Fleisch auf jeden Fall. Das Messer müssen wir ganz dringend mal irgendwie reparieren. Die Haut nehmen wir auch mit, damit wir Leder haben. Und hiervon nehmen wir auch nochmal zwei Units mit. Ich weiß immer noch nicht... wozu das gut ist. Ja, jetzt hat sie auch einen Grund, sich einen abzufrieren. Denn uns ist auch schweinekalt. Wir haben jetzt über 2 Stunden hier verbracht, nur um das Reh auszuschlachten. Aber das wollte ich jetzt auf jeden Fall machen, bevor wir weiterziehen und das Gebiet noch weiter erkundschaften. Denn wir wollen ja nichts zurücklassen, weil das Reh... verbraucht ja auch das Fleisch, also durch das ist ja auch gefroren und im Laufe der Zeit verwest etwas. Da ist der Wolf. Müssen wir irgendwie links an ihm vorbei. Und auf jeden Fall wollte ich alles mitnehmen, damit wir auch nichts verschwenden. Müssen natürlich auch das Glück haben und eine Axt und auf jeden Fall eine Knarre zu bekommen. Denn soweit ich weiß, bekommt man die, also ich habe sie bisher nur an diesen Halterungen gesehen, als ich Videos von diesem Spiel gesehen habe und bin mal gespannt, ob wir ein weiteres Haus finden, was solch eine Halterung hat. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Oh, das gibt's doch gar nicht, der Wolf ist direkt dort. Müssen aber auf jeden Fall nach Hause. Denn unsere Werte sehen nicht so gut aus. Gut, wir haben ein bisschen Abstand zum Wolf. Dann rennen wir jetzt erstmal zur Hütte. Es ist ja auch jetzt 2 Uhr knapp. Wir müssen auf jeden Fall dann noch ein wenig schlafen. Aber als erstes kümmern wir uns um die anderen Werte. Ein bisschen kochen. Beziehungsweise erstmal betrachten, wie in welchem Zustand das rohe Fleisch ist.
Vielleicht sollten wir dann erstmal schlafen und dann essen. Oder je nachdem, wir schauen jetzt erstmal. Eine Kleinigkeit essen und trinken sollten wir dann doch. Wie sieht's denn aus mit dem Fleisch? Ah, das hat ganz wenig Condition. Da müssen wir das auf jeden Fall machen. Ich habe wahrscheinlich wieder, ja, ich habe das Holz nicht dabei, wie immer. Das hatten wir hier. Nee, das hatten wir nicht hier. Ja, hier haben wir Firelock. Aber hatten wir nichts Kleineres mehr da? Sieht nicht so gut aus. Nehmen wir mal einen Tinderblock mit. Sure, I'm getting cold. Ja, wir wissen's, dass er kalt ist. Wir machen jetzt auch etwas dagegen. So, dann setzen wir uns hier mal vor, dann ist er etwas wärmer. Und ja, müssen Feuerlock nutzen. Haben wir leider nichts anderes da. Also schon, aber das möchte ich noch verwahren. Denn das kann man auch für... Come on, are you serious? Das ist doch jetzt nicht wahr. Das kann man auch für die Verwendung von Reparaturen verwenden, das Holz, was wir noch in der Schublade haben. Jetzt aber. Ah, das klingt schon gut. Ja. 57% ist unser Skill jetzt. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir das Feuer, das rohe Fleisch braten. 2 Stunden Brennzeit, das dürfte reichen. Noch ein bisschen Schnee einschmelzen. Oder ich muss dann nochmal schauen, ob wir Wasser haben, was unsafe ist. Dass wir dann kochen können. Wenn das überhaupt noch reichen sollte von der Zeit. Ja, wir werden gleich etwas gegen die Müdigkeit machen. Das wird jetzt wohl nicht mehr reichen. Was jetzt natürlich Mist. Dann schauen wir doch mal nach. Ja, wir haben. Also wir müssen jetzt schon was essen, weil wir sind auch sehr erschöpft. Wir müssen lange schlafen. Mal wieder. Ja, Hunger geht so. Trinken wir erstmal. Schade, dass wir jetzt nichts anderes mehr zu trinken haben. Durst sieht gut aus. Wasser haben wir noch ein bisschen vorrätig. Aber wenn wir jetzt schlafen gehen, dann kann es sein, dass das Fleisch in 6 Stunden weg ist, weil es zu wenig Haltbarkeit hat. Das möchte ich auch nicht. Dann müssen wir wohl doch das Feuer nutzen. Und ich gehe mal wieder an die falsche Schublade. Ein Tinderblock. Und an der obersten haben wir das einmal. Gut, dann können wir auch das Wasser kochen. Ja, Brandbeschleuniger will ich jetzt nicht nehmen. Ich meine, das Holz ist ja dadurch zum Glück ja nicht weg. Ich meine, wäre auch bekloppt, das hat ja auch nicht gebrannt. Come on, fire. Also, wir steigen immer höher mit dem Skill, aber die Dame wird immer schlechter am Anzünden. So habe ich das Gefühl. Mysteriös. So, das Feuer brennt. Hocken uns wieder davor. Aber uns ist ja schon warm. Dann kochen wir jetzt mal das Fleisch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Wasser das war. 0,5. Dann machen wir das direkt. Das reicht locker, um noch 1 Liter einzuschmelzen. Und auch noch locker, um 1 Liter zu kochen. Das sieht ja gut aus.
haben wir ein bisschen Trinken vorrätig. Versuchen wir nochmal eins einzuschmelzen. Ein Liter. Müssen wir da beim nächsten Feuerchen... Ah, das wird... Oh, das war wieder in letzter Minute. Das ist super Timing. Wie geht es uns denn jetzt? Ja, wir müssen jetzt erstmal schlafen, bevor wir essen. Denn nach dem Schlafen haben wir eh wieder Hunger. Und wenn wir erschöpft sind, ja, geht die Condition ziemlich schnell runter. Dann schlafen wir erstmal. Ist natürlich jetzt wieder blöd von der Zeit. Erstmal 6 Stunden. So, dann schauen wir mal. 3 Stunden haben wir überlebt. 3 Tage und 13 Stunden, jetzt 14. Hunger und Durst. Ja, das war ja klar und man hört es auch. Dann gönnen wir uns einmal ein Stückchen Reh. Und dazu noch ein Schlückchen Wasser. Ja, genau, kippst dir rein. In der Nacht schlürft sie. So, jetzt ist aber auch blöd. Wir haben, ja, mitten in der Nacht. Also mitten in der Dunkelheit, sage ich mal so. Aber unser Fatigu ist immer noch ein bisschen erhalten, also schlafen wir nochmal ein Weilchen, 5 Stunden, dann haben wir 5:30 und dann dürfte es wieder hell sein. Und wir sind nicht mehr erschöpft. Ich hätte vielleicht jetzt erstmal ein bisschen Kram ausräumen sollen aus den Taschen. Das war vielleicht nicht so klug, mit so vielen zu schlafen. Dann essen wir jetzt nochmal was und trinken nochmal was. Hunger reicht. Dann trinken wir noch ein bisschen. Ja, trinken haben wir jetzt auch noch ein bisschen übrig. Das ist schon mal gut soweit. Dann schauen wir doch mal nach, was wir denn noch so haben, falls wir etwas abgeben können. Ja, eine Lampe hätte auf jeden Fall weglegen. Denn wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Gut. Used for crafting and repair. Also es ist zum Reparieren und zum Craften. Aber craften können wir ja, glaube ich, noch gar nicht. Das kommt ja mit dieser Werkbank und das ist momentan in der Alpha-Version noch nicht verfügbar. Aber kann man das vielleicht harvesten? Das ist dann meine nächste Frage. Nein, man kann es nicht harvesten. Hm. Aber wir haben momentan auch nur 17% bei den Wollsocken. Unsere Klamotten gehen langsam kaputt. Das Problem ist, wir haben kein Nähkit. Wir müssen auf jeden Fall mal losziehen und uns weiter umsehen. Die Lederstücke... Die können wir mal hier zu unseren Kleidungssachen legen. Haben wir auch schon die anderen. Die waren unter... Nee, die waren unter Material, genau. Alles und hier auch wieder alles. Was haben wir denn sonst noch? Ja, Essen. Nun gut, Essen. Wie ist denn der Zustand? Ist dann auch wieder die Frage. Brauchen wir auch nicht alles mit einem zweimal Essen reicht für unterwegs? Ja, das können wir so lassen. Das können wir auch so lassen. Nun gut, dann legen wir jetzt erstmal unten die Laternen ab. Und ein bisschen was zu essen. Hier hatte ich doch irgendwo eine Box, genau hier. Da kann man jetzt auch eine Laterne ablegen, die mit dem wenigsten, nee, die mit dem meisten legen wir ab. Gut. Unser Gewicht sieht auch ganz gut aus. Noch ein wenig Essen ablegen, aber das mache ich jetzt nicht hier. Ah, hier haben wir auch noch Essen. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Gut, dass ich hier nochmal nachgeschaut habe. Das mit der höchsten Haltbarkeit legen wir mal weg. 60 ist auch das niedrigste. Noch eins weglegen. Gut, jetzt passt es an Essen und Trinken, was wir dabei haben. Und die Schublade ist auch sowieso voll. Also mehr passt auch gar nicht rein.
Und sonst nichts. Hier war ja unsere waren unsere Medikamente drin, das weiß ich noch. Aber ich bin wieder in einer neuen Aufnahme. Da muss man sich erstmal wieder reinfuchsen. So, dann können wir jetzt auch mal wirklich endlich mal losgehen und mal ein bisschen erkunden. Hoffentlich kein Wolf vor der Tür. Bei unserem Glück. Kälter. Es wird kälter. Der Wolf ist natürlich da vorne. Aber wie sieht es denn aus? Wir sind schon fast bei 4 Tagen Überleben und haben erst so ein bisschen entdeckt, den See und die Jagdhütte. Und wir sind noch gar nicht dazu gekommen, hier rechts mal lang zu gehen an den Bahngleisen, um zu sehen, was dort ist. Okay, der Wolf wendet sich von uns ab, das ist sehr gut. Da vorne, das Rote, das wollte ich schon in der vorletzten Folge, glaube ich, schon mal sehen, was das ist. Hier führt auch noch ein Weg rein, aber das ist, glaube ich, der Weg ist da hinten eine Leiche. Ich kann das so schwierig erkennen aus der Entfernung. Ich schau mal ganz kurz nach. Also wenn das jetzt eine menschliche Leiche ist, kann sie natürlich nützliche Dinge dabei haben, aber kann auch den nur Schrott. Nee, das ist einfach nur ein blöder Ast, der aus dem Schnee herausragt. Das ist natürlich bitter und eine Zeitverschwendung. Dann ziehen wir mal weiter. Wir müssen echt gucken, dass wir irgendwie ein Nähkit bekommen, dass wir unsere Kleidung reparieren können. Oder zumindest, dass wir bessere Kleidung bekommen, damit wir hier nicht elendig erfrieren. Ach, das ist ein Zug, also Waggons, die entgleist sind, so wie hinten bei den Holztransporter. Sie friert wieder, ich wette, sie macht da... So kalt ist sie ja noch nicht, sie übertreibt mal ein bisschen. Aber auch verständlich, wenn die Socken fast kaputt sind, dann friert man natürlich. So, kommt man... Hier kommt man da nicht rein. Da kommt man auch bestimmt rein. Das sieht zumindest so aus. Aber man kann ja auch nicht springen. Ah, sie geht da hoch. Und jetzt hier. Ah, hier, das sieht doch gut aus. Ich höre Gebelle. Hm, ist so kein mein Handy. Naja, ein Tinder-Blog hätten wir auch lieber eine Zeitung bekommen können. Downweste, auch nicht so dolle. Eine dicke Jacke wäre besser gewesen. Ein paar Hölzer, ist gut zum Anfeuern. Handschuhe, 100% Kondition, die dürften doch dann besser sein als unsere. Dann schauen wir doch mal nach. Basic Gloves, 0,6. Aber die sind insgesamt halt schon besser, die Mittens, aber die müssen wir halt reparieren. Vorübergehend müssen wir die dann ausrüsten. Wenn wir die Weste nehmen, zieht er den Basic Wintercoat aus. Dann lassen wir die Weste aus. Nun gut, wenigstens erstmal ein bisschen wärmer durch die Handschuhe. Ist ja auch schon mal ein kleiner Erfolg. Jetzt hängen wir hier fest. Okay, jetzt sind wir hier rausgekommen. Ich höre die ganze Zeit Gebelle aus der Entfernung. Okay. Ah, hier ist noch mehr. Plastikcontainer. Hm. Okay. Ja, da muss ich ihr recht geben. Okay. Nur Painkillers. Das bringt uns jetzt gerade nichts. Antiseptikum ist schon eher besser und Wasser sowieso. Wenigstens schon mal was sinnvoll. Oh, und wir haben nochmal Essen. Endlich noch mehr Essen. Das Problem ist, ja. Gut, 1,3. Müssen wir mal schauen. Nehmen wir zumindest das Essen mit. Das andere müssen wir halt entweder verkommen lassen oder Munition. Best be prepared for anything. Oder nehmen es halt später mit. Jetzt kommt wieder dramatische Musik. Okay, können wir hier rein? Nein, das sieht nicht so aus.
gold in my life. Ja, jetzt sind wir wirklich am Frieren. Wir haben jetzt die Wahl, zurückzurennen oder wir rennen weiter. Aber wenn wir zurückrennen, dann würden wir wieder essen, trinken, schlafen und uns erholen. Wir müssen es wagen und ein Stückchen weiter vorgehen. Denn wenn wir immer nur an demselben Ort bleiben, kommen wir auch nicht wirklich weiter. War vielleicht jetzt dumm, das Fleisch zu nehmen, denn wir haben ja noch vorrätig, aber ich wollte es jetzt auch nicht verderben lassen. Überall Wolfsgeheul, links und rechts. Wie ist denn die Temperatur gerade? Minus 27 Grad. Oh, das war vielleicht keine gute Idee, am Morgen loszurennen. Das war vielleicht keine gute Idee. Wir hätten bis mittags warten sollen. Dann sollte es ja rein theoretisch und auch logisch gesehen wärmer werden. Aber das ist jetzt wirklich bitter. Wir müssen irgendetwas finden oder... Ja, Feuer kann ich nicht machen. Ich habe kein Feuerholz dabei. Ich habe auch nur noch einmal in unserer Hütte etwas. Wir müssen jetzt wirklich etwas finden. Hier sind Holzstämme. Gibt es doch hier bestimmt irgendwo ein Haus, oder nicht? Da vorne ist auch nochmal ein Reh. Und eine menschliche Leiche. Crane Loading Area. Ja, und wo sind die Häuser, die das hier loaden? Wir haben jetzt die Auswahl zwischen rechts, geradeaus und links. Aber da vorne sind auch abgehölzte Bäume. Dann gehen wir doch mal dorthin. Da muss es doch bestimmt da eine Holzfällerhütte geben oder sowas. Wir müssen halt die Leichen gleich oder später halt absuchen. Aber momentan geht es darum, dass uns wärmer wird. Wir müssen sowieso da mal genauer hier schauen. Ich renne jetzt hier gerade... Ah, da links. Da links sind Häuser. Unsere Rettung. Was das Frieren angeht. Jetzt muss ja nur noch... Das sind sogar mehrere Häuser. Das sieht doch nach einem Jackpot aus. Das ist jetzt gerade kein Wolf hier. Looks like a new day is dawning. Ein weiterer Tag ist rum. Ja, wir haben zwar bisher viele Tage überlebt, aber bisher halt noch nicht viel gesehen. Wir sind jetzt hier beim Holzfäller-Camp. Hier ist schon wieder eine Leiche. Aber das machen wir jetzt gleich alles, denn sonst erfrieren wir hier wirklich noch. Hier gibt es sogar Toiletten. Dann gehen wir nochmal hier rein. Hoffentlich gibt es auch einen Ofen. Ja, hier gibt es jede Menge Zeug, aber kein Ofen. Ah, Mist, vielleicht in ein anderes Haus. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Kerosin. Damit können wir doch bestimmt die Lampen auffüllen. Weil ich glaube nicht, dass es hier irgendwie sowas wie ein Auto gibt oder so. Oder ein Schneemobil, das wär's doch. Never know. Could end up being useful. Peaches, Orangensaft und Grapesoda. Bei uns dürfte doch jetzt etwas wärmer werden. Halt mal die Maus, ja. Cold sinkt wieder. Und hier unten in den Regalen ist nichts. Skijacke. Vielleicht auch besser als unsere. Das schaue ich jetzt gleich, bevor wir wieder rausgehen. Also zur nächsten Hütte gehen. Kleidung. Zeitung. Dann können wir weitere Tinderbox machen. Und eine Flare. Ja, ansonsten war es das hier drin. Dann schaue ich mal ganz kurz nach der Jacke. Okay, wir sind schon dort. Skijacke 1,4. Ja, die ist dann doch besser als unser Wintercoat. Aber da der Wintercoat ja kaputt ist, also müssen wir jetzt erstmal die Skijacke nehmen. Vorübergehend. Später werden wir natürlich wieder die den Wintercoat nehmen. Wir müssen echt ein Nähkit finden. Jetzt essen wir mal ganz kurz was. Denn Hunger wird schon langsam rot. Essen wir mal die Peaches.
Oh, die haben nicht so viel Condition. Hoffentlich nicht eine Lebensmittelvergiftung. Das wäre jetzt echt bitter. Okay, das sieht gut aus. Okay, das hat nicht viel gebracht. Dann essen wir einmal Venison. Und trinken uns noch eine Soda. Wie sehen unsere Werte jetzt aus? Ganz gut soweit, nur die Kälte hält noch an. Aber dann werden wir mal in den nächsten Häusern schauen, in den anderen zwei... Oh nein, und ein Sturm zieht auf. Wir werden dann in den anderen zwei Häusern schauen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn wir sind wieder am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr übermorgen wieder mit dabei seid bei The Long Dark. Bis dahin, tschüss.